Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ja, heute geht es um das Thema Selbstretten. Wie muss ich mich verhalten, wenn ich mich im Innenangriff selbst retten will, selbst retten muss? Ne? Wichtig ist, ich muss mir erstmal einen festen Anschlagpunkt suchen. Da geht es in den meisten Häusern schon los. Da muss man sich mal zu Hause mal umgucken, im eigenen Wohnzimmer. Wo könnte ich so eine Leine festmachen? Also ich habe da nicht so einen Haken an der Wand gebohrt, wo ich wunderbar mich festbinden kann, extra zum Abseilen. Denk mal drüber nach. Heizungsrohre unten vielleicht, um den Tisch rum und Tisch quer vor das Fenster. Sei kreativ, aber es muss halten. Ihr habt einen Leinenbeutel dabei, der reicht auch, um euch selbst zu retten. Ihr braucht nicht zwei Leinen oder nicht keine Leine und Gurt. Es kommt auch Verwirrung auf, weil wenn man übt, hat man meistens eine Leine zum Abseilen. Und ein Gurt noch zum Sichern, dass dieser zusätzliche Gurt ist nur für die Übung, damit nichts passiert. Selbstretten macht man mit einer Leine. Mehr braucht ihr nicht. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr fangt an und macht erstmal einen Mastwurf. Mit Spierenstich am Ende. Kennt ihr natürlich, wenn nicht, schaut ins Video, da ist alles drauf. Es gibt extra ein Mastwurf-Video, guckt euch das an. Da wird das alles nochmal deutlich erklärt. Okay, das ist fest. Je mehr ich ziehe, desto fester wird er. Könnt ihr mir glauben. So, Leinbeutel habe ich, jetzt komme ich ein bisschen dichter zu euch. Ihr seht, ich bin da hinten angeschlagen. Und jetzt aus der Nähe seht ihr hier meinen Gurt. Hier habe ich eine Öse. Hier ist ein Karabiner dran. Den mache ich auf. Nochmal der Hinweis, mit Handschuhen normalerweise, ne? Okay, und an diesem Karabiner seht ihr diese Öse. Da steckt ihr die Leine von hinten durch und hakt das hier ein. Dann entsteht sowas. Könnt ihr das sehen? Wunderbar. Danach hier wieder fest, zudrehen. Am besten ganz zudrehen, ein kleines Stück wieder auf, eine halbe Umdrehung immer zurück. Okay, jetzt bin ich dahin befestigt und ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück, damit ihr auch sehen könnt, was jetzt passiert. So, es ist fest, ihr habt es gerade gesehen, den Leinbeutel schmeiße ich aus dem Fenster, wo ich rausgehe. Und jetzt entweder nach rechts oder nach links lasse ich mich jetzt rückwärts aus dem Fenster raus. Und in dem Moment, wo ich die Hand nach vorne mache, gebe ich Gas. Mache ich jetzt zur Seite, bremse ich. Ja, jetzt hänge ich richtig drin. Okay, zu der Seite. Für euch nochmal zu sehen, so. So laufe ich und so bremse ich. Zack, so hänge ich drin. So ist Bremsen, rechter Winkel. Je mehr ich nach vorne geht, desto besser, leichter rutschig. Und ihr lasst die Leine durch die Handschuhe gleiten. So seilt ihr euch ab. Das war die eine Variante, wenn man diese Öse hat. Jetzt zeige ich euch mal die Variante ohne diese Öse. Und zwar den Halbmastwurf. Den Halbmastwurf macht man nicht durch den Karabiner, sondern hier durch diese Öse. Ich mache sie mal kurz ab, damit ihr es besser erkennen könnt, okay? Ihr seht jetzt hier diese Öse, die Leine steckt man einmal so durch, okay? Und jetzt den gesamten Leinbeutel einmal durch dieses Loch durchstecken. Ich denke, den kann man sich auch ganz gut merken. Zack. In dem Moment, wo man hier zieht, schlägt er so ein bisschen um. Flupp. Und der ist fantastisch. Guckt hin. Ihr steht jetzt hier. Leinbeutel, na, ich komme ein bisschen zu euch, Leinbeutel aus dem Fenster und der klappt genauso, zack und er geht jetzt los, so ist Bremse, er geht jetzt los, klappt wunderbar. Okay, ich hoffe, ich konnte euch helfen, guckt euch gerne nochmal den Mastwurf an, einer der wichtigsten Knoten, ja, denkt im Innenangriff immer noch euren Leinbeutel, ihr braucht nur einen.
wenn ihr wirklich Abseilen übt, werdet ihr noch zusätzlich gesichert, weil es viel zu gefährlich. Macht ihr einen Fehler, wollen wir nicht. Ja, schaut es euch nochmal an. Und ich muss mir jetzt versuchen, wieder zu den Knoten. Wie gesagt, meine Hausaufgabe an euch, natürlich neben dem Abonnieren meines Channels, macht euch mal Gedanken, wo ihr euch zu Hause bei euch, bei euren Eltern, bei Freunden anschlagen würdet. Im Wohnzimmer, in einer anderen Umgebung. Guckt euch mal die Fenster an, wo könnte man wirklich diesen Masswurf machen. Ist nicht einfach, wie gesagt. Hoffen wir, dass ihr nie die Rettung brauchen werdet und dass ihr mal alle nach Hause kommt, Leute. Ne? Bis dann. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann.